Stellen wir an dieser Stelle die allgemeinen Wirkungen von Psychotherapie einmal dar. Ich behandle das anhand von Zitaten auch, also Zitat von einem Dr. Frevert beispielsweise, also da zitiere ich teilweise draus und möchte das mal hier in der Folge etwas erläutern, die Wirkung von Psychotherapie. Natürlich zunächst mal in der Beziehungsgestaltung, in der Gestaltung einer wechselseitigen Beziehung. Oder wir sagen auch dazu, in der Psychotherapie wird immer wieder die Beziehung zwischen dem Therapeuten und dem Klient untersucht oder der Klientin und der Therapeutin untersucht. Das heißt also, es geht immer wieder darum, wie wirken diese Menschen aufeinander und wie gestalten sie diese Beziehung, beziehungsweise als aktiver Part der Psychotherapie, der natürlich eine Psychotherapieaufgabe hat, geht es um den Therapeuten, der diese Beziehung gestaltet. Also eine Arzt-Patient-Beziehung oder eine Psychotherapeuten-Patienten- oder Klientenbeziehung. Nicht? Da haben wir zum Beispiel diese ersten probatorischen Sitzungen, die man nimmt oder die von den Krankenkassen und Kostenträgern eingestanden werden, dem Klienten zugestanden werden, um überhaupt zu merken, passt der Therapeut, die Therapeutin zu ihm oder eben nicht. Und das ist sicherlich etwas sehr Subtiles und auch etwas, was also von seinen Wirkfaktoren sehr implizit ist, also sehr vielseitig ist, nicht vollkommen bewusst ist oder man nicht vollkommen definieren kann. Also der Bezug, der heilt, die Begegnung, die heilt, die Begegnung, der Bezug, die wirksam ist, hat zum Beispiel Grawe auch in seiner Psychotherapieforschung und andere immer wieder festgestellt. Wenn die Beziehungsgestaltung gelingt, wenn ein Bezug da ist, dann ist Psychotherapie auch wirkungsvoll. Das ist sicherlich einer der erstrangigen Wirkfaktoren von Psychotherapie, die Beziehung. Nicht Menschen sind Beziehungswesen, Begegnungswesen und sie entwickeln sich durch diese Beziehung und Begegnung. Siehe Säuglingsforschung, siehe Psychoanalyse und egal, wo wir da reinschauen in der Hinsicht. Es geht immer wieder um Beziehung, Beziehung, die tatsächlich diese gestaltende Aufgabe hat. Dann ist der zweite Punkt neben der Beziehungsgestaltung natürlich die Einsichtsvermittlung. Und hier das Zitat von Frevert: In der Psychotherapie werden dem Patienten, der völlig frei und ungehemmt sprechen darf und durch die Intervention und Deutungen des Psychotherapeuten geleitet wird, tiefere Einsichten in Hintergründe und Zusammenhänge seines seelischen Erlebens vermittelt. Also ist Psychotherapie ein Wechselspiel zwischen Verstehen und sich verstanden fühlen, zwischen kognitiven Erkenntnissen und emotionaler Erfahrung. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt, die emotionale Erfahrung. Wenn wir hier wieder zitieren, Psychotherapie, in der Psychotherapie macht der Patient eine emotional bedeutsame, korrigierende Neuerfahrung. Emotional bedeutsame, korrigierende Neuerfahrung. Damit ist gemeint, dass der Patient in der Behandlung unbewusst die ihn krank machenden neurotischen Konstellationen mit seinem Psychotherapeuten wiederherzustellen versucht, wie er sie einst mit seinen wichtigsten Beziehungspersonen erlebt hat. Der Psychotherapeut in der psychotherapeutischen Situation jedoch für den Patienten unerwartet anders reagiert, sodass er eine den neurotischen Circulus vitiosus durchbrechende neue Erfahrung machen darf. Das ist also etwas ganz Entscheidendes und eher bezogen auf tiefenpsychologisch orientierte Intervention, aber letztendlich auf jede therapeutische Intervention. Die neue emotionale, die differenzierende emotionale Erfahrung. Und Emotion heißt, da werden Bedürfnisse reguliert. Da werden Bedürfnisse aufgegriffen, sie werden exploriert, sie werden zum Ausdruck gebracht. Sie haben teilweise einen kataralischen Ausdruck oder eine Katharsis. Es darf zum Beispiel geweint werden und es entsteht immer wieder eine emotionale Berührtheit, Tränen, Wut, Zorn, Affekte im weitesten Sinne. Und die finden eben ihren Eingang in diesen psychotherapeutischen Bezug und dürfen dort sein und werden natürlich anders reguliert als in dem bisher erfahrenen Leben. Und diese korrigierende emotionale Erfahrung ist etwas Grundlegendes. Und dadurch ist
Psychotherapie wirksam. Wenn sie nur rein in einem verbalen Gespräch laufen würde, in reinen Denkvorgang, in einem Philosophieren, in einem nur Assoziieren, in einem Worte geben, in einem reinen Worte geben oder in einem reinen intellektuellen Verständnis oder in einem reinen rationalen, rationalistischen Verständnis, in reinem Abstand ohne diese emotionale Berührung wäre Psychotherapie als Gesamtpaket nicht wirksam. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Also Kognition und Emotionen gehen Hand in Hand in der Beziehungsgestaltung. Der nächste Punkt ist die Realisierung im Leben eines Menschen. Und Realisierung bedeutet hier wieder das Zitat von Frevert: Die Wirkung von Psychotherapie zielt auf die Aktualisierung und Realisierung von Einsichten. Das, was in den früheren Beziehungen immer noch in den gegenwärtigen Beziehungen für den Patienten belastend ist, wird in der Übertragungsbeziehung, Übertragung gegen Übertragung, mit dem Psychotherapeuten aufgegriffen und aufgelöst. Wenn man das auf eine Formel bringt, würde das heißen von damals und draußen im Hier und Jetzt. Das ist eine ganz einfache Formel. Von damals und draußen im Hier und Jetzt. Realisierung. Die Realisierung ist zum Beispiel auch, wenn wir das jetzt querdenken an dieser Stelle, etwas, was wir in der Verhaltenstherapie haben. Wir trainieren neues Verhalten, wir verschreiben neues Verhalten, wir probieren etwas aus. Wir haben sowas wie ein Experiencing, beispielsweise in humanistischen Therapien. Wir machen also neue Gruppenerfahrungen, erproben neue Dinge, wir machen Rollenspiel und so weiter. Und das bedeutet auch, dass hier eine Realisierung entsteht. Ich mache jetzt eine andere korrigierende Erfahrung in der Realisierung, in der tätigen Verhaltensweise, in dem Miteinander natürlich immer im Bezugsrahmen und im emotionellen Rahmen, um die hier auch wieder aufzuführen in dieser möglichen Realisierung. Der letzte Punkt schließlich einer wirksamen Psychotherapie ist die Systementwicklung. Ja, auch hier wieder das Zitat, jede Psychotherapie eines einzelnen Menschen hat stets auch eine Auswirkung auf sein Umfeld. Das heißt, wenn dieser Mensch sich durch Psychotherapie verändert, wenn er neue Einsichten hat, wenn er eine neue differenzierte emotionale Befindlichkeit hat und damit seine Bedürfnisse befriedigt werden oder anders befriedigt werden als vorher, wo sie nicht befriedigt worden sind im Konfliktzustand, dann verändert er sich, dieser Mensch, und hat ein anderes Verhalten, eine andere Orientierung, also eine andere Art, mit den anderen Menschen umzugehen, auch mit den problematischen Menschen umzugehen. Das ist ja wichtig, dass die Psychotherapie auch im Alltag eines Menschen hält und er sich dann seiner Firma zum Beispiel anders artikulieren kann als vorher und eben auch anders verhalten kann. Das heißt, wenn ein Patient dank der fortschreitenden Therapie sein Verhalten modifiziert, so müssen sich seine nächsten Angehörigen, Freunde, Kollegen und so weiter erst einmal an seine neuen Beziehungsangebote gewöhnen. Das ist weniger selbstverständlich, als es zunächst klingt. Wenn beispielsweise die Ehefrau weniger depressive Symptome zeigt, muss sich ihr Mann umstellen. Hatte er zuvor ihr passives Zaudern und ständiges Wehklagen missbilligt oder auch akzeptiert oder wie auch immer er damit umgegangen ist, so ist ihre neu gewonnene Eigeninitiative und Selbstständigkeit in der Ehe eine für ihn ungeahnte Herausforderung, sich selbst mehr zurückzunehmen und seine eigene Rolle zu überdenken oder seine eigene Position in dem System zu überdenken. Das ist ja auch etwas, was wir in der Systemtheorie sehr stark drin haben. Wenn ein Systemmitglied sich verändert, so müssen sich die anderen Systemmitglieder mit dem diese Person zu tun hat, auch verändern, zwangsläufig, und sie reagieren anders. Was sie nicht leicht fallen wird, weil sie natürlich gewohnt sind, einen Menschen in einem gewissen Klischee, in einem gewissen Bild zu sehen, eben in einer gewissen Position und sich darum auch wiederum anpassen müssen. Ein gesundes System tut das, es wird sich immer wieder anpassen. Und damit eben auch das Neue tatsächlich zulassen. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, die wichtigen Dinge, die wir
in der Wirksamkeit von Psychotherapie haben, wenn wir es aus dieser Position sehen. Die Beziehungsgestaltung, die Beziehung als A und O Grundlage für eine gelingende Psychotherapie. Dann die Einsichtsvermittlung von der Erkenntnis her, von der Bewertung, von der Neubewertung, vom Deuten her. Ja, etwas ganz Wichtiges, als auch Einsicht durch zum Beispiel tätiges Verhalten. Beziehungsweise wir sehen hier auch an dieser Stelle, dass diese Faktoren alle ineinander greifen und es nicht unbedingt eine Hierarchie gibt, wo sicherlich auch dieser Punkt Beziehungsgestaltung immer wieder der Hauptdreh- und Angelpunkt ist, aber alle anderen durchwirken sich gegenseitig. Einsichtsvermittlung, dann die emotionale Erfahrung. Nichts, keine Einsicht ohne Emotionen. Und wir erleben oft bei Klienten, dass sie getrennt sind von Emotionen und Einsicht oder von Emotionen und intellektueller Kenntnis. Und das ist wichtig, dass das eine Einheit ist. Dass diese emotionale Bedürfnishaftigkeit, die ja Emotionen letztendlich sind, in Einklang geht mit der Ratio, mit der Vernunft, mit der Einsicht, dem Intellekt. Nicht der Analyse, der Erkenntnis und so weiter. Dann natürlich die Realisierung. Die Realisierung bedeutet auch eben der Input in der Alltäglichkeit, die Veränderung, die vorhanden ist. Also Aktualisierung und Realisierung und natürlich die Systementwicklung. Wenn wir diese Faktoren mal an dieser Stelle so dargestellt haben, es gibt sehr unterschiedliche Ansichten darüber, wobei die zentralen, wenn man sie zusammenfasst, immer wieder sehr ähnlich sind. Also Grawe spricht auch zum Beispiel von Beziehungsgestaltung, spricht aber dann beispielsweise in seiner Psychotherapieforschung von Ressourcenaktivierung, spricht dann von Problemaktualisierung, Problembewältigung, natürlich von motivationalen Gründen. Ein Klient muss ein Motiv haben, um sich überhaupt verändern zu können oder um sich dann verändern zu wollen. Das ist ganz wichtig. Also meistens ist das Leid, das heißt also ein gewisser Leidensdruck, der vorhanden ist, also den er entweder selber hat oder den er eben auf andere Menschen ausübt, diesen Leidensdruck. Das ist also das, was Grawe dann zum Beispiel sagt. Und natürlich das Prozedere, das heißt die Art von Methode, wobei die Methoden nachrangig sind. Es ist egal eigentlich, welche Methode man anwendet, wenn diese Grundfaktoren tatsächlich so vorhanden sind, wie beschrieben oder hier in diesen Beispielen an dieser Erläuterung dargestellt.